Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des 1:1 Talks. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ihr seht es in dieser Woche mit einer 20-Jährigen, die Leistungsträgerin ist hier beim FC Bayern. Sie spielt in der deutschen Nationalmannschaft, trägt die Trikotnummer 12 und heißt wie eine australische Stadt. Sydney Lohmann, hallo und herzlich willkommen. Hallo. Das mit der Nummer klären wir ein bisschen später. Das mit deinem Namen am liebsten sofort. Was hat es damit auf sich? Ist ja doch ein bisschen speziell für ein Mädchen aus Oberbayern. Ja, nee, die Frage kommt öfter tatsächlich. Meine Eltern haben sich auf Reisen kennengelernt und haben ein Jahr lang in Australien gelebt und dort dann auch geheiratet. Und dann kam so die Idee, ein Kind in Sydney zu nennen. Du bist aktuell verletzt, beziehungsweise vielleicht warst du es auch. Gib uns ein Update, wie es aktuell aussieht. Was hattest du genau und wann dürfen wir dich auf dem Platz zurückerwarten? Ja, also ich hatte einen kleinen Faserriss. Ist nicht weiter schlimm. Ich bin jetzt auch wieder die Woche im Aufbautraining. Ich trainiere noch individuell und stoße dann die Tage zur Mannschaft dazu und kann dann wieder normal mit trainieren. Das Gute an so einer Verletzung, dass man ein bisschen an seinen Gitarrenskills arbeiten kann. Wie weit bist du? Du hattest mal angekündigt, dass du das gerne lernen möchtest. Ja, ich merke schon, jetzt habe ich hier Druck, ne? also ich wollte ehrlich gesagt Gitarrenunterricht nehmen. Ich spiele jetzt selbst ein bisschen, übe mal ein paar Lieder, aber es ist jetzt noch nichts Ernsteres. Vorspielen würde ich noch nicht, aber ich habe schon noch vor, da vielleicht auch Gitarrenunterricht zu nehmen und das dann in Angriff zu nehmen. Wir wollen auch ein bisschen über deine persönliche Rolle sprechen bei den Bayern Frauen, auch gerade in dieser Saison. Du bist herausragend unterwegs gewesen, hast auch Tore geschossen. Du bist 20 Jahre immer noch nur alt und da stellt sich dann schon die Frage, inwieweit siehst du dich selbst, auch vielleicht aufgrund dessen, dass du schon länger in diesem Verein bist, mittlerweile schon als Führungsspielerin auch bei diesen Bayern Frauen? Ja, also ich denke, man muss da gar nicht mal immer das Alter sehen. Jede Spielerin kann auf dem Platz Führung übernehmen und das möchte ich auch machen. Das ist jetzt mein 5. Jahr bei Bayern und ich habe jetzt doch auch schon einige Spiele in der Bundesliga gespielt. Und gerade auch im Mittelfeld spielt man irgendwo eine zentrale Rolle, ist offensiv mit dabei, defensiv. Und ja, ich möchte auch mit meiner Spielweise, mit meiner Athletik dann Führung übernehmen und auch die Mannschaft mitziehen, das auf jeden Fall. 5. Jahr bei Bayern hast du gerade gesagt, es werden noch ein paar mehr. Du hast deinen Vertrag verlängert bis 2024. Gab es andere Angebote? Gab es die Überlegung, woanders hinzugehen oder war für dich klar, nee, erstmal noch definitiv ein paar Jahre Bayern? Ja, also ehrlich gesagt war für mich die Entscheidung tatsächlich schnell klar. Also ich fühle mich super wohl hier bei Bayern und auch in München, in der Nähe von meiner Family. Und von daher fiel mir die Entscheidung nicht schwer, hier zu verlängern. Wenn du auf die Saison bis hierhin schaust, die so gut läuft, gibt es so einen speziellen Faktor? Du hast vorhin den Mannschaftsgeist schon mal so ein bisschen angedeutet. Gibt es einen weiteren speziellen Faktor, warum es derart gut läuft bis hierhin, gerade in der Liga und auch in der Champions League? Es ist, glaube ich, immer schwer so zu erklären oder an ein paar Punkten festzumachen. Wie schon gesagt, also der Teamgeist spielt, denke ich, eine große Rolle, dass natürlich auch um das Team herum alles funktioniert und ineinander greift, das Staff-Team, das Management und einfach auch, dass wir in der kurzen Zeit im Sommer, wo ja doch wieder einige neue dazukamen, schnell uns zusammengefunden haben, die neuen Spieler integriert haben. Und ich glaube einfach, dass wir sehr viele interessante und tolle Charaktere in der Mannschaft haben, die das Teamgefüge eben auch so meiner Meinung nach besonders macht und es einfach jede Woche wahnsinnig viel Spaß macht, auf dem Platz zu stehen. Welche Rolle spielt da auch die Eigenmotivation? Der Trainer hat das mal angesprochen. Man hat es sehr oft bei den Bayern in der vergangenen Saison gehört, also bei den Männern mit den vielen Titeln. Hast du das Gefühl, dass das eine besonders hungrige Mannschaft ist, in der du da gerade unterwegs bist? Ja, doch, auf jeden Fall. Also wir haben eine super Mischung. Wir haben einige junge Spielerinnen, also sehr junge, aber auch gerade mit Marina Hegering noch eine erfahrene dazu bekommen, eben noch ein paar weitere ältere und
die Mischung und gleichzeitig, dass wir uns so gut verstehen, tut uns allen, glaube ich, gut. Also die einen bringen mehr Lockerheit, Leichtigkeit rein und ja, die anderen eben mit ihrer Erfahrung ja nochmal ja, diesen Erfahrungswert einfach mit rein. Und die Mischung, denke ich, ist sehr gut und kann eben auch zum Erfolg führen. Jetzt wollen wir noch ein bisschen über dich auch auf der persönlicheren Ebene sprechen. Ich habe vorhin schon mal angekündigt, dass ich nachfragen werde, wie es zur Nummer 12 bei dir gekommen ist. Ich glaube, bei den Männern wird sie gar nicht vergeben, weil sie ja für den 12. Mann, für die Zuschauer, so ein bisschen hinterlegt ist. Wie ist es bei dir zur 12 gekommen? Ich wusste das tatsächlich gar nicht, als ich die 12 bekommen habe, ja, mit dem, dass die teilweise gar nicht vergeben wird. Ich kam damals in die U17 und da waren nur noch ein paar Nummern übrig. Es war, ja, glaube ich, 12, 15 und noch ein paar höhere Nummern. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich mache mir da jetzt nicht so viel draus, welche Nummer ich habe. Und dann dachte ich irgendwie auch, ja, die 12 ist doch ganz cool. Und dann bin ich auch in die erste Mannschaft gekommen und dachte mir, warum soll ich jetzt meine Nummer ändern? Irgendwie ja auch ganz lustig, weil die sonst eher weniger haben und die habe ich, seit ich bei Bayern bin. Also warum soll ich sie jetzt ändern? Ich habe eine Frage bekommen von einem Fan von dir aus Leverkusen. Sie ist weiblich. Und sie würde gerne wissen, wie eure Morgen so aussahen in der WG, bevor ihr in die Schule gegangen seid. Und wie es für dich war, als du das erste Mal alleine zur Schule gehen musstest. Ich ahne schon, wer das war. Ja, es war Verena wieder. Wir können das mal für die Zuschauer aufklären. Ja, oh Gott, wo fange ich denn da an? Ja, wie sahen unsere Morgen aus? Ganz entspannt. Ich habe meinen Wecker zeitig gestellt. Ja, bin dann zu... Nein, Spaß. Also, ja, ich war immer etwas später dran, leider. Ich hab's geahnt, ja. Ja, also eine Geschichte gab es. Das ist ganz witzig. Also ich habe, da hatte... Ich nenne sie ja Pucki, die Verena wieder. Die hatte Geburtstag oder ich habe am Abend Pfannkuchenteig vorbereitet, ein bisschen den Tisch gedeckt und dachte halt, am nächsten Tag mache ich Frühstück. Ja, halt einfach zum Geburtstag. Und irgendwann am nächsten Morgen klopft es an der Tür und dann kommt sie eben rein und war so, jetzt müssen wir nicht gleich los und so. Und ich war halt völlig verwirrt und ich wollte halt früher aufstehen und das vorbereiten alles und ja, dann musste sie mich wecken und dann war es das mit dem Geburtstagsfrühstück. Aber ja, wir haben es dann nachgeholt. Du bist generell schon auch eine sehr gesellige Person. Wie ist das aktuell in diesen Zeiten für dich in diesem Umgang mit Corona? Ihr seid logischerweise so ein bisschen in der Bubble bei den Bayern Frauen auch. Ihr lebt zusammen in, du nennst es das Bayern Ghetto, euer Viertel, in dem ihr alle wohnt. Ist das dann auch der Grund, warum du hauptsächlich mit den Mädels jetzt auch aktuell die Zeit dir vertreibst? Ja, klar. Also ich muss sagen, ich komme so ganz gut auch alleine klar. Ich habe, das habe ich glaube ich schon gesagt, auch angefangen, so ein bisschen Brot zu backen, Pizza zu backen und kann auch so meine Zeit ganz gut verbringen zu Hause. Ist die Familie dann auch die Möglichkeit, mal über was anderes zu sprechen als über Fußball? Oder hast du da jemanden Speziellen in deinem Leben, wo du sagst, ja, da spreche ich am liebsten über die anderen Dinge, die mir auch wichtig sind? Ja, klar, auf jeden Fall ist da die Familie auch ein Ort, wo man über ganz andere Dinge spricht. Gerade auch meine Schwester, die ist jetzt nicht so fußballaffin, schaut gerne mal die Spiele von mir, aber mehr auch nicht. Aber sonst kann man auch mit den Leuten aus der Mannschaft, das sind ja auch gute Freunde, also da reden wir auch nicht immer nur über Fußball, da gibt es tatsächlich auch mal andere Themen, auch über alles Mögliche quatschen. Ja, da geht es nicht immer nur um Fußball. Gitarre haben wir angesprochen. Du hast auch gerade schon gesagt, dass du ganz gerne mal backst oder auch kochst. Gibt es weitere Hobbys, die du ja auch vielleicht gerade in diesen Zeiten entwickelt hast zu Hause? Bist du eine Gamerin? Schaust du viel Serien oder sowas? Ich muss sagen, Serien schaue ich eigentlich gar nicht so viel oder so gerne. Eher dann mal einen Film oder eine gute Dokumentation. Und sonst... Ja, wie gesagt, ein bisschen Gitarre spielen, ein bisschen backen, kochen. Ich spiele auch gerne Spiele mit der Family oder mit Freunden mal. Genau.
Was ist denn das ultimative Gericht? Ich glaube, ich habe es vorhin schon durchgehört, mit der Pizza, um gute Laune zu bekommen, bei dir selbst vielleicht oder auch für alle anderen, die mitessen. Ja, also ich habe jetzt mir auch einen Pizzaofen geholt und jetzt wird gerade an einer richtig guten italienischen Pizza getüftelt. Und sonst mache ich auch gerne mal Curries, die kann man ja variieren. Und ja, das schmeckt mir ganz gut. Sydney, ich bedanke mich für das Gespräch. War schön, mal ein paar andere Dinge auch von dir zu erfahren und mit dir natürlich auch über die sportliche Seite zu sprechen. Dankeschön und Ja, alles danke auch. Gute, ganz viel Erfolg euch für den Rest der Saison, dass es vielleicht zwei Titel werden. Vielleicht ja, mit zwei Titeln vielleicht dann doch noch ein bisschen Gitarre von dir für uns dann, wenn es soweit ist. Ja, wenn es soweit ist, dann auf jeden Fall. Dankeschön, Ja. Sydney Lohmann. Dankeschön euch allen fürs Zuschauen. Schön, dass ihr mit dabei wart, auch in dieser Woche beim 1:1 Talk.